willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Lara Emily und ich lade hier zweimal in der Woche Videos zum Thema Lernen und Schule hoch. Und da ich einfach morgen wieder Schule habe, muss ich natürlich auch meine Tasche packen, meine Schultasche packen. Und auch die Mädels, dass ich heute einfach mal einen What's in my bag Tag, What's in my bag Video mache und euch mal meine Sachen in meiner Schultasche oder in meinem Schulrucksack zeige. Viel Spaß dabei. Aber vorher noch nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, falls diese Themen hier interessieren. Ich lade, wie gesagt, zweimal in der Woche ein neues Video hoch zu den Themen Schule, Lernorganisation, Produktivität und das alles. Also vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls sich diese Themen interessieren. Übrigens habe ich meine Haare vorhin gewaschen und ich habe sie noch nicht seitdem durchgebürstet, was vielleicht auch nicht ganz so schlau ist. Also ich habe jetzt einen Rucksack von 17 London, aber das ist nicht von denen gesponsert. Und tatsächlich habe ich auch die letzten Wochen in der Schule immer diese Taschentücher mitgenommen, weil ich da einfach weniger Sachen mitzunehmen hatte. Jetzt, wo ich immer wieder Bücher mitnehmen muss und alle möglichen Sachen mitnehmen muss, finde ich einfach einen Rucksack viel, viel praktischer als nur eine kleine Handtasche. Und deswegen benutze ich wahrscheinlich diesen Rucksack weiterhin. Und wir fangen jetzt mal an mit den ganzen Sachen, die da drin sind. Die werden einfach hier vorne anfangen und uns dann nach hinten durcharbeiten. Und hier gibt es erstmal so zwei Taschen, wo man eigentlich so Getränke reinmachen kann. Aber das benutze ich halt nicht, weil ich die ein bisschen zu klein finde, um wirklich meine Flaschen reinzumachen. Also dann mache ich höchstens irgendwie so Karteikarten oder so rein. Aber meistens ist es eigentlich leer, weil ich auch Angst davon habe, dass da irgendwie Dinge rausfallen. Und dann gibt es auch hier so eine Tasche, aber das wusste ich irgendwie gar nicht. Ich habe noch nie was reingemacht. Und wir fangen mal an hier vorne mit der Tasche am besten. Als allererstes habe ich hier ein Haargummi drin. Ich habe wirklich nur ein einziges Haargummi, was ich hier drin habe, da ich in Wirklichkeit nicht mal so viele Haargummis habe. Also ich habe irgendwie eins, was ich halt immer da habe, anscheinend gerade nicht. Und sonst habe ich gar nicht so viele Zopfgummis. Aber eins ist natürlich wichtig dabei zu haben, falls ich irgendwie Sportunterricht habe oder so und meine Haare mal zusammenbinden muss. Und dann habe ich noch eine weitere Tüte hier drin. Die hole ich jetzt mal hier raus. Und dann habe ich auch noch Desinfektionsmittel dabei. Und das ist hier so ein bisschen Emergency Kit, würde ich mal sagen. Also ich habe hier zum Beispiel FP2-Masken, Taschentücher, Binden. Ich habe auch so eine Kopfschmerztablette. Und das ist einfach so Emergency, falls es einen Notfall gibt, habe ich diese Dinge dabei. Dann einfach weiter oben. Ich habe allererstes erstmal ein Deo drin. Und ja, ich habe so ein Riesendeo drin. Ich weiß auch nicht, warum ich so ein Riesendeo dabei habe. Dann habe ich noch eine Nagelfeile dabei. Das habe ich irgendwie immer dabei, weil meine Nägel total schnell abbrechen, leider. Und es nervt dann einfach, wenn der Nagel so halb abhängt oder so, oder halt zu lang ist, zu kurz ist, was weiß ich, zu unschön ist, ist einfach hilfreich, so einen Nagelfeiler dabei zu haben. Dann habe ich auch noch eine Haarbürste dabei, was ich aber erst seit neuestem drin habe, weil ich tatsächlich früher nie eine Haarbürste dabei hatte. Mich hat total gestört, wenn zum Beispiel am Sportunterricht meine Haare so zerzaust waren und dann ist es einfach gut, mal die Haare kurz durchzukämmen oder so. Und das war es auch schon mit den Sachen, die hier vorne drin sind. Und wir kommen jetzt mal zu dem größten Fach hinten. Und das ist auf jeden Fall auch das spannendste Fach, weil ich da wirklich alle wichtigen Dinge drin habe. Wenn ich das hier aufmache, sehen wir erstmal das. Kann man es sehen? Ja, anscheinend schon. Und zwar fangen wir an mit den Dingen, die hier vorne in den Taschen drin sind. Hier vorne sind nämlich so Taschen. Und da habe ich ganz hinten, ich glaube, ich habe gar nichts drin, kann das sein? Und doch, da habe ich Dextro Energy drin. Ich bin tatsächlich kein großer Fan von so Traubenzucker oder so. Weil wenn ich das halt nehme, dann geht die Energiekurve erst kurz hoch und ich bin halt voll in meinem Rush drin und kann voll gut nachdenken. Aber dann geht es super schnell wieder runter, deswegen bin ich nicht so der große Fan dafür. Benutze es aber nur für die letzten 10 Minuten in der Klausur zum Beispiel. Ich habe nämlich letztes Jahr MSA geschrieben und da hatte ich nämlich in Mathe am Ende so ein kleines Energietief, sage ich mal. Muss aber noch die ganzen Dinge so durchkontrollieren, deswegen habe ich das kurz am Ende genommen und dann ging es mir die letzten 10 Minuten noch ganz gut mit dem Traubenzucker. Aber ich würde es dir eigentlich nicht so empfehlen, nur halt irgendwie so zum Notfall am Ende. Dann habe ich hier vorne in der Tasche auch noch mein Portemonnaie drin und ich muss euch sagen, ich habe immer so Angst, dass ich das verliere. Eigentlich bin ich eine Person, die mein Portemonnaie nie mitnimmt, weil ich wirklich Angst habe, dass ich das verliere. Ist total dumm eigentlich, weil dafür sind ja Portemonnaies da, dass man sie mitnimmt. Aber ich habe immer Angst, dass ich sie verliere. Und das ist übrigens kein echtes Louis Vuitton Portemonnaie, habe ich meiner Oma mal bekommen, geschenkt bekommen. Und da habe ich zum Beispiel so BVG-Fahrkarten drin, also für die S-Bahn. Ich habe Desinfektionstücher dabei, logischerweise Geld. Dann habe ich auch noch ganz viele Scheine von mir dabei, was man halt so braucht. Aber ich hoffe mal, dass es keiner aus meiner Schule sieht, der dann weiß, wo er meine Sachen klauen kann. Deswegen zeige ich jetzt nicht ganz genau, wo ich das reinmache. Und dann habe ich, wie man sehen kann, vielleicht hier auch noch in dieser Tasche drin, meinen Apple Pencil oder Apple Pen, wie heißt das? Apple Pencil, oder? Mein Apple Pencil
für das iPad, wofür wir gleich noch kommen. Und dann gibt es noch dieses große Fach hier, wo ich den Rest meiner ganzen Sachen drin habe. Die erste Sache ist mein Taschenrechner, obwohl ich überlege, ob ich den wirklich jeden Tag mitnehmen soll. Ich glaube eher nicht, sondern eher nur, wenn ich Mathe habe, weil ich in der Fläche eigentlich nicht wirklich so einen riesen Taschenrechner brauche. Wir haben diesen absoluten Hightech-Mega-Taschenrechner, womit man wirklich alles machen kann. Hier habe ich noch extra so Formeln und der ist halt einfach schon ziemlich groß, wie ihr sehen könnt. Und auch sehr unhandlich, ihn immer mit dabei zu haben. Und da ich jetzt sowieso keine Fächer mehr habe, wo ich so viel ausrechnen muss. Also ich habe weder Chemie noch Physik. Ich habe auch keine Geografie mehr. Und deswegen gleich brauche ich diesen Taschenrechner nicht unbedingt immer. Nur wenn ich Mathe habe wahrscheinlich. Dann daneben oder dahinter haben wir auch noch meinen Planer. Der ist von Heft. Habe ich euch auch schon in meinem letzten Video vorgestellt. Und ich überlege auch noch, ob ich den mitnehmen soll oder nicht. Weil ich eigentlich die meiste Zeit auf meinem Handy Dinge plane. Und dort halt so wichtige Termine einschreibe, Hausaufgaben einschreibe und so. Und mein Planer eigentlich nur so für zu Hause ist, um, keine Ahnung, Sachen ausführlicher zu planen, den Monat zu planen und so. Aber es ist halt hilfreich, weil hier vorne noch so Formeln drauf sind. Ich glaube, dass mir das halt schon helfen könnte in der Schule. Wobei ich mir aber auch nicht so sicher bin, ob ich das wirklich brauche. Deswegen denke ich mal, ich nehme es die ersten Tage mit, gucke mal, ob ich es benutze und wenn nicht, dann ist es zu Hause oder ich nehme es dann, wie gesagt, mit, wenn ich es brauche, werden wir dann sehen. Aber ich finde es cool, wie irgendwie alle Dinge in meinem Rucksack einfach blau sind. Oh mein Gott, was ist rausgefallen? Mein Stift. Alle Dinge hier drin sind einfach blau und die nächste blaue Sache ist meine Formelsammlung hier vorne. Ich weiß, bei einigen heißt es Tafelwerk, bei uns heißt es Formelsammlung und da ist einfach alle möglichen Formeln drin. Wobei ich auch wieder zugeben muss, dass ich halt weder Chemie noch Physik habe, sondern nur Mathe habe. Und dementsprechend die Formelsammlung nur mitnehmen werde, wenn ich Mathe habe, weil ich es einfach sonst überhaupt nicht brauche und keine Verwendung dafür habe. Ich habe sogar überlegt, ob ich vielleicht die Sachen einfach alle einscannen soll und mir dann die sozusagen bei GoodNotes runterladen soll, damit ich es halt nicht mehr mitnehmen muss, weil ist schon ein bisschen unnötig. Aber vielleicht gibt es auch eine digitale Version davon, ich weiß es noch nicht so genau. Dann daneben haben wir mein Federmäppchen, was ein bisschen hässlich aussieht, aber ich habe es auch selbst genäht tatsächlich und mir ist leider mal Tinte ausgelaufen, deswegen ist es hier so schwarz. Und wenn wir das aufmachen, sehen wir erstmal super viele Sachen, die hier drin sind. Ich habe versucht, nicht so viel mitzunehmen, weil ich ja eigentlich vom iPad schreibe und nur irgendwie in zwei Fächern auf dem Papier schreiben werde. Aber ich dachte mir halt so, wenn ich irgendwelche Dinge bearbeiten muss, wäre schon hilfreich, viele Sachen dabei zu haben. Wie zum Beispiel halt Kugelschreiber, ein Highlighter, auch Fineliner, Lineal brauche ich, nur Dreieck brauche ich, Tippex, solche, wie heißt das, Post-its. Und ja, einfach so Kleinigkeiten, die man in der Schule eventuell gebrauchen könnte. Und ich habe vor allem halt auch so Parabelschablone und Geodreieck und sowas dabei, weil ich wahrscheinlich meine Mathe-Notizen nur auf Papier machen werde, nicht auf dem Laptop, auf dem iPad machen werde. Weil mir viele von euch geschrieben haben, dass es sinnvoll ist, Mathe direkt auf Papier zu machen, wenn man dann auch die Arbeiten auf Papier schreibt. Also vielen Dank für euren Input da an der Stelle. Ich werde euren Rat befolgen und das dann so machen. Also nochmal Dankeschön an euch. Dann habe ich natürlich auch noch mein iPad drin, worauf ich jetzt in der nächsten Zeit schreiben werde. Das ist das iPad Pro, obwohl ich gar nicht weiß, welche Version es ist. Es hat auf jeden Fall noch so einen Knopf und das ist eines der älteren, würde ich sagen. Und ich habe jetzt sogar gar keinen Akku mehr gerade. Oh, ich muss es aufladen. Gut, dass ich dieses Video mache. Ich muss es aufladen. Bis morgen, wenn ich wieder Schule habe. Falls ihr noch bestimmte Tipps habt fürs iPad, könnt ihr mir sie sehr gerne in die Kommentare schreiben. Das würde mich total freuen, weil ich auch so neu bin bei diesem Thema und mich über jeden Tipp, über jede Empfehlung, über ja, alle Tipps und Tricks sehr freuen würde in den Kommentaren. Nächste etwas spannendere Sache ist dann mein einziger Ordner, den ich hier drin habe. Und das ist, ja, wie gesagt, der einzige Ordner, der einzige Hefter, den ich noch mitnehme und wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, habe ich um so verschiedene Post-its mit den verschiedenen Fächern, die ich habe. Fangen wir mal ganz vorne an. Und zwar habe ich da als allererstes, wenn man es öffnet, meinen Laufzettel. Also da sind dann sozusagen meine Fehltage drauf, die ich eintragen muss. Also nicht so spannend. Dann habe ich einige Klarsichtfolien, falls ich die immer irgendwie brauche, kann ja sein. Dann habe ich auch noch einige Papiere, wie zum Beispiel Notenpapier. Notenpapier, liniertes Papier. Oh nein, das geht kaputt. Naja, Notenpapier, kariertes Papier, liniertes Papier und dann kommen wir zu den spannenden Sachen und zwar sind das dann meine Fächer und ich habe für jedes Fach, was ich habe, ein Post-it dran gemacht und habe dort meine ganzen Notizen. Das heißt, vielleicht habt ihr mein Video gesehen, vielleicht kommt es noch online zu meiner Schulorganisation, also wie ich sozusagen angefangen habe, meine Schulsachen zu organisieren und bin dort alle meine Hefte des letzten Schuljahres durchgegangen und die Dinge, die ich für wichtig empfunden habe, sind nun alle hier drin. Das heißt, ich habe hier alle wichtigen Formeln drin, die mir in den nächsten Jahren, in den nächsten ein Abitur noch helfen könnten. Beispielsweise habe ich in Mathe ganz viele Formeln, die ich mir dort erklärt habe und die ich vielleicht im Internet nicht so schnell finden kann, aber einfach auf meinen Notizen total viel Sinn ergeben. Dann hier Musik habe ich zum Beispiel das, Überblick der Epochen, wenn wir mal zu Spanisch gehen, habe ich die verschiedenen Zeitformen hier drin,
so eine Übersicht, die ich mir mal gemacht habe dafür. Und das sind einfach total viele hilfreiche Dinge, die mir schnell in der Schule behilflich sein könnten, wenn ich mal irgendwas nachgucken muss. Das heißt, es sind einfach meistens irgendwelche Formeln oder Blätter, die ich mir mal bekommen habe, so ein Lernzettel. Ich bin einfach so froh, dass ich das gemacht habe. Ich fühle mich gerade wie ein Genie, dass ich das gemacht habe, weil ich so einfach so ein Cheatblatt habe für alle möglichen Dinge. Außerdem ist mein Plan auch noch, dass ich dann vielleicht Dinge einordnen kann, wenn ich sie im Unterricht bekomme. Beispielsweise, wenn mir mein Spanischlehrer einen Zettel gibt, kann ich das einfach sofort hier einheften, bis ich dann zu Hause einscannen kann oder einordnen kann oder so. Also ist, glaube ich, ziemlich hilfreich, immer nochmal so eine analoge Variante zu haben und nicht alles nur digital zu haben. Aber ich muss auf jeden Fall darauf achten, dass es halt nicht zu schwer wird, weil da sind schon echt viele Sachen drin und ich muss aufpassen, dass es dann halt nicht... Oh. Dass es halt nicht zu voll wird. Dann gibt es hier hinten noch ein Fach und das ist eigentlich für einen Laptop oder iPad gedacht. Normalerweise hatte ich ja mein Laptop immer drin, aber mein Laptop ist tatsächlich ein bisschen zu groß dafür und passt nicht so ganz rein. Und außerdem benutze ich momentan kein Laptop in der Schule, sondern nur mein iPad und... Ja, das ist meine Tasche. Falls dir das Video heute gefallen hat, könnten dir vielleicht auch meine anderen Videos der Back-to-School-Reihe gefallen, die ich dir jetzt hier verlinkt habe. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und bis nächste Woche. Tschüss!